Herzlich willkommen heute von Specialized aus den Niederlanden. Wie letzte Woche in einem anderen Video schon angekündigt, testen wir heute hier mal die neuen Bikes von Specialized. Und die Premiere ist hier das Vado. Das ist nämlich ein neues Straßenrad in der langsamen und in der schnellen Version. Und wir gucken natürlich auch mal auf die neuen Fullies vom Modell Levo. So, wir beginnen mit einer Testfahrt des neuen Vados. Schaut also rein und habt mit mir zusammen Spaß. Extrem gut zieht mit 350 Watt. Für ein S-Pedelec mit Mittelmotor echt eine super Sache. So, die ersten Meter haben wir gefahren mit dem 350 Watt Brose-Motor. Wir haben hier eine 500er Batterie verbaut an dem Rad. Alles sehr, sehr schön im Detail verarbeitet. An diesen Prototypen hier fehlen natürlich jetzt noch einige Teile. Kunststoff steht noch ab, hinten die Rücklampe fehlt, das Display oben fehlt. Aber grundsätzlich ist das schon mal ein sehr, sehr schönes Gesamtpaket, was es, wie erwähnt, auch mit einer Federgabel gibt. So, nun sitzen wir am Levo Fully mit 6 Fetti-Reifen, also 3 Zoll Reifen. Und es ist schon unglaublich, wie
weich der Reifen hier über Schotter und Sand gleitet, muss man schon fast sagen, schon fast ein Schweben. Also extrem angenehm, gerade mit dem Fully. Man fährt hier auf einem geschotterten Weg und das Ding ist extrem, extrem komfortabel. Sehr, sehr schön. Und bei Specialized kommt ja jetzt das neue 29er Fully mit normaler Bereifung zu. Also wem hier das 6 Fetti ein bisschen zu breit ist, der nimmt einfach die kleine Version. So, nun sitze ich auf einem neuen 29er aus 2017, dem FSR 29 in der Comp-Version. Allerdings, wie gesagt, mit normalen Mountainbike-Reifen, keine 3 Zoll. Und da muss man ganz klar sagen, das ist schon ein erheblicher Unterschied. Das ist fast, als würde man von einem Fully auf einen Hardtail steigen. Also die Fetti-Reifen des Six Fettis sind deutlich, deutlich komfortabler, das ist klar. Wenn man es direkt hintereinander fährt, ist es schon ein Komfortgewinn, wenn man hier zum 6 Fetti greift. So, jetzt setzen wir nochmal das Vado in der 25er Version und in Rot. Die Komponenten sind ein bisschen abgespeckter, das Konzept ist aber das gleiche. Langsamen Vado unterwegs. Der Motor ist jetzt der 250er von Brose. Das Konzept an sich ist das gleiche. Der Brose-Motor ist kaum zu hören. Zieht gut durch. Wie gesagt, nicht ganz so stark wie ein Yamaha oder wie ein Bosch, aber dafür sehr harmonisch. Und das Fahren an sich von der Stabilität, vom Fahrkomfort her, ist absolut Spitzenklasse. So kennt man das auch vom Turbo S. So, das war die Preview von 2017 hier von Specialized in den Niederlanden. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Wenn ihr weitere Informationen auch von anderen Bikes, von anderen Messen wollt, dann abonniert unseren Channel und wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut, ciao!